Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges. Also irgendwie da runter. Oh, Entschuldigung. Das war mein Headset-Mikro, warum auch immer. Ist gerade gegen meinen Popschutz oder an meinem Popschutz hängen geblieben. So, wir versuchen den hier mal alle zu machen. Unauffällig. Und dann müssen wir irgendwie. Müssen wir da hin. Wo soll das sein? Eigentlich hier. Ach ja, stimmt. Ich muss ja in die Geisterwelt dafür. Merken. Wir merken uns das. Ah, die Geschichte wieder. Da ist er schon. Fuin. Fuin? Was? Ich war das nicht. So, und jetzt geht's weiter. Da hinten ist ein Hauptmann. Moment, Nadirkt. Da hinten ist ein Hauptmann. Stufe 8. Bitte was? Wer ist er? Norsko. Norsko, ein Wort. Dunkelstammzerstörer. Ist feuerfest, erzürnt durch Herumgehüpfe. Okay, mag er nicht so. Ist Zerstörer, ein Experte im Umgang mit Sprengstoff. Oh Gott. Na, herzlichen Glückwunsch. Und Bomben und Minen, na, großartig. So, müssen wir mal gucken, was wir den... Wenn der gerade auf dem Weg liegt, dass wir den vielleicht erwischen. Hallo, gehst du mal darüber? Also bisher waren ja die meisten waren ja alle anfällig gegen Fernkampfangriffe, ne? Ich weiß, dem können, glaube ich. Da ist eine Falle, da ist eine Falle. Ich sehe überall Fallen. Okay. Ich versuch's einfach mal mit dem Fernkampf. Nicht er. Er bitte. Hat so ziemlich nichts gebracht. Das ist toll. Können wir uns mal hier hinhängen, bitte? Oh doch, Alter, der hat ihm voll was abgezogen. Nice. Okay, dann ist er empfindlich gegen Fernkampfangriffe. Jetzt müssen wir nur gucken. Irgendwie kann ich hier anlocken. Weiß noch nicht wen. Okay, damit können wir ihn eigentlich erwischen, würde ich sagen. Naja, bald ist er Unterherr. Warte. Ich höre, wenn die Stadt fällt, dürfen wir Warte. Tagelang plündern. Warte, wir müssen jetzt erst gucken. Der bleibt wahrscheinlich wieder da. Jetzt dreht er sich. Dann hockt er sich hin. Können wir ihm gleich noch einen reinzwirbeln. Oh, das hat aber diesmal nicht so viel abgezogen. Ich weiß nicht, hat er gerade gebrannt oder so? Eigentlich ist er doch feuerfest. Oder wir haben nicht richtig getroffen. Das kann natürlich auch sein. Aber uns gehen noch langsam die Pfeile aus. Nicht aufhören zu suchen. Nein, den will ich nicht. Ich will den da haben. Warte. Jetzt. Scheiße. Hat genau nicht geklappt. Okay, erzählen. Na? Hast nichts? Unerheblich. Ja, hat doch was zu melden. Okay, dann wollen wir mal schauen. Ach, das war schon. Wow, voll der Schwächling, Alter. Was macht die anderen jetzt alle? Da sind Spinnen. Schnauze. Stirb du doch. Deine Mutter kann auch sterben.
Müssen nur aufpassen, dass wir uns hier nicht töten lassen. Das wäre nämlich ungünstig. Also werden wir erstmal ein paar Leute hinrichten, nach Möglichkeit. Na na, nicht anfassen. Alter, jetzt dringe ich aber durch hier, ne? Der nächste. Gut, dass wir immer so 2 bis 3 blocken können. So, das war das. Das hat ganz gut geklappt. So, hier haben wir noch ein Messerchen. Gondoraner-Schwert. Haben wir nicht schon eins? Ne, wir haben das Schwert der Herrschaft. Stufe 5 episch. Ist immer noch besser als das, was wir jetzt gerade gekriegt haben. Das ist ein bisschen schade. Also Ausrüstung ist immer so ein bisschen, ne? So, haben wir den alle gemacht. Kommt mit Sicherheit nochmal wieder, der Kollege. Ein Spinnenschwarm. Und tot ist er. So, da hinten wäre noch so ein Schatzorg. Und da drüben gibt es Pfeile. Die würde ich mir erstmal gerne holen. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Sehr viele. Ich glaube, da hat du gehörst mir. So, wen haben wir denn ausgeschaltet? Der da rumliegt. 2 haben wir schon mal alle gemacht. Ach, über den können wir auch aktuell keine Infos einholen. Okay, dann decken wir mal weiter auf, würde ich sagen. Würde ich mal sagen, dass wir vielleicht... Ich mach mal den. Damit haben wir, glaube ich, gerade 2 aufgedeckt, oder? Kann das sein? Oder wir haben ihm geholfen? Warte, ich guck gleich mal. Armee. Wir sind auch schon fast am Ziel. Das ist sehr gut. Wir sind auch erst seit 3 Folgen unterwegs. Wir haben über den irgendwelche Details. Ja, damit haben wir jetzt bei dem haben wir auch Schwächen aufgedeckt. Kann sein, weil die in Verbindung zueinander stehen. Ne, eigentlich stehen die auf das Lager von Gura der Unsichtbare. Okay, die bekämpfen sich gerade gegenseitig hier. Das hier wird wahrscheinlich Gura der Unsichtbare sein. Ah, und guck mal hier, der hat Verbindung zu dem da oben. Das heißt, so kommen wir dann weiter. Bei dem weiß man es noch nicht. Bei dem auch nicht. Aber der hat zumindest mal Verbindung zu dem nach oben. Also das ist so unser Weg, den wir gehen müssten. Na. Anfassen kostet extra. Was? Wer soll sterben? Du stirbst. Ciao. So, wir werden immer besser mit den Kämpfen. Saurons Heer wächst immer weiter. Die Männer Gondors müssen tiefer in Mordor hineindringen. So, und irgendwo da... Da ist eine Info. Aber es ist nur ein Zettelchen. Da oben ist ein Schütze. Das sind die Leichen der Narren, die unsere Festung einnehmen wollten. Ich habe mich daran gewöhnt. Okay. Dann holen wir uns mal eben schnell den. Bevor er sich zurückdreht. Würde ich bloß nachts rausgehen. Nee, nee. Du gehst gar nicht mehr raus. Was hältst du denn davon? So, hier haben wir...
Drei Stück. Aua. Verdrückt. Was? Wer bist du denn? Oh Gott. Oh Gott. Ein Legendärer. Jetzt wird's lustig. Ich brenne. Mann, da. Nicht anfassen, Kollege. Dummidummidumm, ich metzel ihn drum drum. Oh, das war nicht so gut. Immun gegen Hinrichtung, das war nicht so gut. Warte. Ich hab den aufgedeckt, ich weiß das. Ich muss eben gucken. Gluck die Legende, ich weiß gar nicht, warum der hier rumeiert. Hat er mich gesucht? Das war nicht so gut. Hier, das müsste er sein, ne? Ja. Angst vor Fliegen. Furcht vor Feuer. Fernkampf, Explosion und Schleichangriffe. Ja, da er mich herausgeschleicht hat, sieht das eher schlecht aus. Hey, wieso bist du nicht ausgewichen? Du Spacken. Nein! Oh, das ist nicht gut. Mein ganzes Leben habe ich mich darauf vorbereitet. Lauf! Hallo? Alter. Warte. Bin fast tot. Geht gar nicht. Muss jemand aussaugen? Muss den eben aufzehren. Was denn jetzt? Die Gefolgsleute einiger Hauptmänner tragen Kriegsbanner in die Schlacht. Kriegsbanner inspirieren Orks in der Nähe und sorgen dafür, dass Orks aggressiver angreifen. Zerstöre das Banner um seinen Effekt. Na toll! Muss leider noch mal weg. Boah. Ich glaube, der regeneriert sich. Kann das sein? Muss ganz kurz warten.
Los, hoch da! Ich muss eine Schleichaufzehrung machen, sonst komme ich hier leider nicht weit. Alter, ernsthaft? Ich bin tot. Ich hab verdrückt. Scheiße. Ich erzähle allen, wie ich dich getötet habe. Ach, fick dich doch. Und wenn sie mir nicht glauben wollen, dann verprügel ich sie eben mit deinem abgehackten Arm. Oh, ist doch nicht dein Ernst, ey. Ich dachte, der Spacken ist anfällig für Schleichangriffe. Wie konnte er das denn blocken? Fick dich doch, ey. Ehrlich. Boah. Ist das ärgerlich, ey. Ja, toll. Jetzt rücken auch noch so viele nach, ne? Direkt oh, von Stufe 5 auf Stufe 10. Natürlich. Na, großartig. Unbekannter Hauptmann überfällt ein Lager. Und stirbt. Ach, der Unsichtbare war erfolgreich. Okay. Na toll. Jetzt ist der weg. Das heißt, unsere Verbindung nach oben ist erstmal raus. Na toll. Und der ist wieder ganz woanders. Also auf Rache kann ich erstmal verzichten. Scheiße. Nur weil der scheiß legendäre Penner da auf einmal aufgetaucht ist, ey. Fick dich doch, Junge. Fick dich einfach. Nein, da will ich nicht hin. Es wird ein langer Krieg, Talion. Ja, ja. Wir werden eine Armee. Mach einen Kopf zu. Ich würde da gerne Armee aufstellen, aber ich kann ja noch nicht. Weil man lässt mich ja nicht. So, ich habe irgendwas dazu bekommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was. Nein. 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 Hä, ich hab doch irgendwas gekriegt. Stufe 8. Stufe 7. Mütze. Auch nicht. Ich weiß, hier so einen ollen Kackdiamanten, ne? So ein Juwel habe ich auch bekommen. Aber wieder nur so ein hier. Lebensjuwel. Ja, toll. Wie viel brauche ich denn da? Perfektes Lebensjuwel. Brauche ich 3 von denen, wa? Ich habe irgendwie das Gefühl, kann das sein, dass ich mein Inventar verloren habe? Verbündete haben. Doch Kankra, sie gehört nicht dazu. Kankra will Sauron ebenso wie wir vernichten. Wir haben zwar nicht den Palantir, doch wir haben ihre Visionen. Kriege ich eigentlich fürs Töten auch irgendwelche Erfahrungspumpe oder eher nicht so? 3234, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Boah, das nervt mich jetzt schon wieder, Alter. Oh, jetzt wurden wir von so einem normalen Hayopai einfach mal hart übers Knie gelegt. Gebietskarte. Ich weiß nicht mal genau, wo das war. Müsste hier gewesen sein. Ach, guck mal hier. Blutrache. Wäre in der Nähe. Jetzt haben wir hier schon 2-mal Blutrache. Kontrollpunkte Raubzug, bla bla. Hier haben wir noch Blutrache R. Ratak. Jetzt ist die Frage, wo habe ich mein Zeug verloren? Also ich habe bestimmt irgendwo, habe ich hier was liegen lassen. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, das war hier. Kann ich einen Wegpunkt setzen? Nee, ne? Nee. Aber wenn ich hier hingehe, müsste ich da eigentlich drauf loskommen. Jetzt ist nur die Frage, welcher Weg ist am besten. Sind beide scheiße. Wir waren eigentlich schon da. Das wäre ja ganz toll. Jetzt bin ich sicher wieder alles gerespawnt. Jo.
Da ist wieder was. Na, da müssen wir durch das Lager wieder durch jetzt, ne? Oder können wir außenrum irgendwie gehen? Können wir ja, indem wir einfach nach links uns halten, also da lang. Hallo? Runter da. Die Statuen am Tor zum Turm vorbeigehen muss, gruselt es mich, als ob sie mich beobachten würden. Das ist ja auch ihr Zweck. Sie sollen Eindringlinge abschrecken, die der Festung zu nahe kommen. Hä? Wo seid ihr? Hä? Wo ist der? Ach, da hinten. Ja, komm. Ich scheiß mal auf den. Großartig. Wir haben Portiere in allen Ehren, aber der Name wird etwas für euch verwendet. Orthok der Amputierer, Pushkrim der Amputierer, Kaius der Amputierer. Die heißen alle Amputierer, das ist ja ganz toll. Schleicht da jemand umher? Nein. Ich muss da leider noch mal hin, nach hinten. Jemand hat sich Schmerz verdient. Tschüss. Tschüss. Aua. Autsch. Hör auf jetzt. Hallo? Hallo? Jetzt habe ich aber die Schnauze voll von euch. Mann. Meine Fresse nochmal. 50 bringt so ein oller Schatz-Ork. Das ist ja nix. So, hier wimmelt es wahrscheinlich auch von den Mongos. Ja, klar, hier direkt ganze Armee. Warum auch nicht? Ja, schön daneben geschossen. Fokus hält auch nicht allzu lange. So, die wurden jetzt alle erstmal aufmerksam. Drehen sich wieder zurück. Dann müssen wir gleich mal hochhoppeln. Wieso fällt der denn da runter? Ist der doof? Du bist eine besonders kümmerliche Made, nicht wahr? Wir sollen also einen ziehenden Stein finden. Genau. Wenn schnell geht, macht nichts. So, wie müssen wir denn jetzt? Den hier, der hat uns kaputt gemacht. Oh, Gift. Interessant. Müssten wir mal beobachten, ob der was trinkt. Ansonsten müssen wir mal irgendwo Richtung Gift skillen und so. Nein, nein, du riechst hier gar nichts. Da will ich hin. Hoch. Warum müssen Sie immer schwarz tragen? Ich mag schwarz so sehr. Psst. So, vor mir ist keiner.
Da eine Seite irgendwo. Entschuldigung. Komm hier. Ich glaube nicht. Oh, ich werde gerade ein bisschen heiser. Entschuldigung. Ich sag mal, einen Moment bitte. Musste ich mich mal ganz kurz räuspern. Schnell. Ich wählte die Spinnengestalt, weil ich im Netz des Schicksals wandeln, seine Fäden weben wollte. Der dunkle Herrscher wählte etwas anderes. Er wählte einen Panzer aus kaltem, dunklem Stahl. Er wurde zu einer Maschine, einer leeren Hülle. Mhm. Da sehe ich ein Gesicht. Sieht gar nicht aus wie der dunkle Herrscher, aber der ist ja, glaube ich, inkognito. Von Anfang an war Sauron ein für den Krieg erschaffenes Wesen. Dann ist es an uns, ihn zu vernichten. Komme ich da hoch? Nee, ne? Aber irgendwo da. Bin ich hier gestorben? Das ist eine furchtbare Idee. Die Viecher kann man nicht trainieren. Und die Festung können wir auch alleine halten. Hier bin ich gestorben. Aktuell ist hier aber kein Hauptmann. Komm mal her. Guck mal hier, Junge. Nein. Komm zu, Papa. Ciao. Spaß. Ja, kommt gleich der nächste? Jo, jo, guck mal hier. Ich finde die Ursache dieses Geräuschs. Genug für euch alle da. Ciao. So, muss man auch noch vielleicht darüber hangeln und uns den Schützen holen. Klebrige Netze eingewickelt. Das Blut bis auf den letzten Tropfen ausgesaugt. Ja, ist schön, ne? Gut, dass das hier auch geht, mit vorne Klippe hängen. Was war das denn, das ist sehr vorteilhaft. Oh, komm her. Die dreckige Kreatur schleicht hier rum, wenn ich sie kriege. Hast du gerade dreckige Kreatur zu mir gesagt? Das geht so aber nicht. Das ist nicht akzeptabel. Pavel akzeptabel ist nicht akzeptabel. So, da hinten rennt noch Info rum. Muss aber erstmal hier alles freiräumen. Findest du mal auch ein bisschen. Also manchmal ist es ein bisschen lästig, wenn ein so ein Hauptmann von irgendwoher entdeckt. Muss ich mal so sagen. So. Ja? Wie viel denn? Guck mal, komm hier. Alter, das werden aber mehr hier. Hm, ich auch. Mach's gut. Nichts.
Da! Wir haben einen Toten! Nein, ihr habt mehrere Tote. Diverserweise. Ach, den krieg ich von hier oben nicht, oder was? Aber nicht ich. So, hier bin ich gestorben. Der Ort meiner Schande und Niederlage. Gut, dann haben wir zumindest die Sachen eingesammelt, die wir noch haben liegen lassen bei unserem Tod. Von daher können wir uns, glaube ich, dann jetzt gleich weiter bewegen zum Hauptauftrag. Der da wäre der hier. Oder wir gehen hier auf den Blutverrückten, weil wir auch gerade in der Nähe sind. Aber den müssen wir erstmal aufspüren und der ist dann auch noch bei seinem Festmahl. Weiß ich noch nicht. Vielleicht später. Nicht jetzt. Auf alle Fälle, gut, jetzt sowieso nicht, sondern erst in der nächsten Folge, weil die hier ist rum. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wieder mal beim Sterben und bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.